Und damit herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinschaft und Kollegen, Zuseher, wie auch immer, jetzt mit dem Start endlich mit meinem groß angekündeten Big-Projekt hier des Gaming-Portals Hunt Showdown, meine Freunde. Rechts oben ein kleiner Hinweis, denn ich habe für euch die Closed Alpha getestet, haben wir doch tatsächlich einen Key ergattert von den wenigen, die versendet worden sind, um die 100 ungefähr weltweit, waren wir glückliche Gewinner. So, erstmals dafür. Grüße geht raus natürlich an die Crytek-Entwickler, Deutsche. Grüße geht raus an euch deutsche Entwickler. Macht's coole Spiele. Eins davon jetzt, dieses hier, gebt euch das. Hunt Showdown, werden wir gemeinsam anzocken. Das ist jetzt das erste Video, ich habe da vor, sehr viele Videos zu machen. Jetzt erstmal solo, danach ist natürlich mein Kollege dabei, der sogenannte Scheidenpilz, der mir tatkräftig zur Seite stehen wird. Denn wir werden natürlich in Multiplayer da reingehen, als Wingman quasi, wenn man so will. Ne? Zu zweit gegen sechs andere Zweier-Teams. Kurz gesagt, geballte PvP-BVE-Kombination Action mit, ja, wird heiß hergehen. Da sehe ich gerade Time for Daily Maintenance. Okay. Interessiert uns jetzt nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal solo und ab nächsten Video ist mein guter Freund der Scheidenpilz mit dabei. Der heißt so, sein Online-ID Scheidenpilz. So. Es geht darum natürlich im BVE einen Monster zu jagen, killen, töten und dann zu banishen, quasi in die Hölle zu verbannen und dann mit der Belohnung abzuhauen und dann die große Kohle schöpfen. Gold und Erfahrung und Gold, also Geld und ja, so der Plan. Natürlich werden es die anderen Mitspieler nicht zulassen, bedeutet man muss auch die KI töten und also die Spieler, die in-game natürlich vorhandenen Drecksbastarde. So, jetzt zuerst müssen wir rekrutieren. Da oben sehen wir unser Money. Das ist nur 661. Das ist jetzt überhaupt nicht viel. Deswegen werden wir auf meine Lieblingsschiene fahren, so viel Geld wie möglich sparen, aber so viel wie möglich zu gewinnen. Deswegen werden wir schauen, man kann jetzt auf 0 neue Rekruten anfordern und da haben wir schon einen billigeren. Der hat sogar die Winfield mit, die ist sehr nice und einen Revolver. Fuses, Firebomb. Was will man mehr? Rekrutieren wir diesen Chris O'Neill Tier 1 natürlich, leider wir sind Rank Level 1, also I. Der Scheidenpilz wird schon ein bisschen angezockt haben, wird her sein wie ich. Ja, aber das wird sich nachher schon herausstellen. Ich habe ihn bisher noch nicht getroffen. Wenn er Zeit hat, werden wir hier großartige Aufnahmen für euch produzieren, ey. So, gut. Equipment lassen wir so stehen. Wir drücken auf Play. So. Random Contract oder Spider. Können wir natürlich aussuchen, ob Nacht oder Dunkelheit oder überhaupt auf Bade gehen. Es ist ja noch kranker. Kranker Shit. Kranker Shit hier. Ich würde gern. Ja, tun wir mal bei Helligkeit probieren. Solo müssen wir natürlich drücken. Wir brauchen auch keine Randoms in unserem Team. Das ist pfui. Dann accept. Mann, Nigga. So. Wie gesagt, Alpha für euch getestet. Noch mal rechts oben, falls sich das wer von euch geben will. Da war natürlich die Quali und voller Lags. Katastrophal, aber ist halt so, ne? Und jetzt befindet sich das Spiel in der Early-Version, ne? Wird natürlich trotzdem hin und wieder kleine Lags geben, befürchte ich. Aber davon sehen wir jetzt mal ab. Erstmal einen Schluck Kräuterlimonade für mich von der Firma Wake Up. Hergestellt in Österreich, meine Freunde. Ah, hört man mich trinken? Ah, so. Man kann auch dazu sagen, es ist eigentlich ein Battle Royale Game, so in Survival-Modus. Vergleichbar mit, wie heißt dieses Dreckskinder-Gedöns jetzt, Fortnite kann man damit vergleichen. Natürlich mit weitaus weniger Spieler. Und natürlich ist das Game, denke ich, anspruchsvoller, weil
Ja, realistisch und so, ne? Und PUBG wäre auch so ein, so, also vom Spielmodus her zu vergleichen. Natürlich auch viel mehr Gegner, ne? Als wie hier. Aber das Gestörteste in dem Game ist, natürlich, man muss immer rekrutieren und wenn man stirbt, ist der, wenn man davor viele Runden gewonnen hat, dann levelt man natürlich den Charakter und wenn man nun stirbt, ist alles weg. Einfach weg. Open your map by pressing tab to locate the position of yourself and your partner. Ja, mein Partner, hoffentlich bleibt er immer eng bei mir, der Scheidenpilz, weil sonst muss ich den auch wieder irgendwo in den Gebüschen verlaufend irgendwo wieder zurück zu mir ziehen. Wer will schon einen Scheidenpilz verlieren, ne? An dieser Stelle. Lodet ein bisschen lang, aber ist normal. So, Damen und Herren, habe ich doch kurz geschnitten, denn der Ladebalken hat sich ewig nicht bewegt. Jetzt stehen wir nun hier und jetzt mögen die Spiele beginnen hier. So, Tastenkombination habe ich mir schon zurecht gebastelt, oder denn mit der Standardeinstellung kann ich mich höchstens selbst erschießen. So, erklären will ich jetzt nicht, habe ich in der Alpha gemacht hier. Es geht darum, diese Hinweise zu sammeln. Und dann, drei Hinweise gibt's. Die Hinweise bringen auch Erfahrung und Geld. Deswegen sind die sehr wichtig. Und sie führen dich direkt dann zum Monster. Sie ist ein Monster. Monster. Ich will so wenig Aufmerksamkeit wie möglich kriegen. Denn wir werden das Spiel auf professionell Ganja Smoke durchrotzen probieren. Und wenn man nur hört, Schüsse sind schon einmal Spieler, die meines Erachtens einen Fehler machen. Denn ich war jetzt auf ungefähr 345 Grad nordwestlich. Sind potenzielle Opfer, die wir uns schießen werden. So, aber erstmal crouchen hier. Immer ein bisschen beacon. Beacon ist das halbe Leben. Kann sein, dass ich hin und wieder gar nichts mit euch rede, kommuniziere. Das ist dann ein Zeichen von Nervosität. Gebt's euch denn? Ach du Scheiße, du hast schon bessere Tage erlebt. Er schaut auf jeden Fall mächtig aus. Ist es auch. Der hat mir schon oft den Arsch aufgerissen. Und wenn wir den Hinweis da oben kriegen, dann haben wir schon einmal 25 Punkte gut geschrieben. 55 haben wir ausgegeben für diesen elenden Chris O'Neill. Oder wie jetzt heißen mag. Wie kommen wir da rauf? Ey? Hoch und drüber. Das Geräusch, was ich jetzt gerade gehört habe, ist auch übelst katastrophal. Das sind diese. Wie sagt der Scheidenpilz und ich dazu? Fliegentante, ne? So. Was ist das? Na! Na, Mann! Bitte nicht! Bitte nicht! Geh auf! So. Das war schon mal knapp, haben wir noch abgehauen, wenn diese Drecksfliegen machen. Extrem viel Damage. Kann man nicht gebrauchen. So, an Hinweis Homer. Blau und schlau. Weiter zum nächsten. Draußen ist die Fliegentante gleich gestanden, ne? Und die Fliegen kreisen noch immer da draußen rum. So. Nächster Hinweis. Da oben auf 330 Grad ungefähr. Ich und der Scheinpilz werden wir versuchen, ganz oben in der Ranked-Liste uns festzuboxen.
Ob das gelingt, bis dahin noch natürlich ein weiter, weiter Weg, Freunde. Rubberbanding gerade vom Feinsten. Da können überall Gegner lauern, ne? Wie gesagt, Early Access, Early Access Version. Deswegen noch immer ein paar Lags, wie man sieht. Aber bis jetzt noch keine Spieler gefunden. Übelst verhaut. Ja, dann würde ich mal sagen, ist on fire. So, wo ist dieser scheiß Hinweis da? Los geht's. Mach mich reich! Dafür war das ein Headshot vom allerfeinsten hier. Mir ist immer noch gesagt worden, Taktgefühl habe ich überhaupt keins. Dem möge ich zustimmen. Entschuldigung. Wo ist jetzt der Hinweis? Da drin! Dieser ekelhaften Hitten. Passt. Um sie alles Kränen, ja? Ich möchte nicht aufscheuchen. Das ist meine Position dahin. Hallo? Hallo? Ja, nice. Map Update. So, zwei Hinweise haben wir schon. Es war, glaube ich, ein Spieler tatsächlich schon vor mir da. Wo ist so die Vermutung? Gerade noch gesagt, die Krähen wollen ihn nicht aufscheuchen. Und dann doch noch verhaut. Jetzt haben wir im Maisfeld. Wie geil das ausschaut. Gebt euch das. Das war Popcorn für die halbe Menschheit. Ich höre ziemlich viel Schüsse aus dieser Richtung. Vielleicht können wir doch tatsächlich im ersten also in der ersten Folge doch schon einen Spieler wegknatzen. Das wäre ja geil, Leute. Hey, ziemlich nah schon. Winfield ausgepackt, durchgeladen und ab dafür jetzt. Ja, den möchte ich mal gönnen. Irgendwo da habe ich was gehört. Lass mal lieber einen letzten Hinweis noch krallen. Wäre strategisch besser. Geiler Hochsitz, Mann. Schaut das vielleicht geil aus. So, direkt auf den Hinweis zu jetzt. Jetzt haben wir eine Alice-Farm. Ziemlich nah Schüsse hinter mir gewesen gerade. Holy Macaroni, leckt's mir die Smegmai, glaub. Hoffentlich wird uns der nicht in den Rücken fallen, wie so eine elende Bitch.
Man braucht übrigens keine Nahkampfwaffe, man kann es übrigens ganz easy gechillt so machen, ne? Schau. Boah, der erschreckt mich jetzt! Mit dem Gewehrkolben aufs Maul geprügelt und schon liegt er. Keine wertvolle Muni verschwenden hier. Da ist der Spieler! Er sieht mich nicht! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Jetzt haben wir ab. Wir haben uns den Spieler gegönnt. Aber er wird ihn wahrscheinlich reviven. Jetzt sollen wir da warten. Da werden wir jetzt warten, Leute, wenn er ihn revived. Können wir uns den zweiten auch noch gönnen. Geil, Leute. Möglicherweise hat er das zweite gesucht. Ja, möglicherweise hat er das zweite gesucht. Scheiß drauf. Banishing! Verfluchte Scheiße! Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt muss ich da hin. Auf mich wird geschossen! Run, Maniga! Hupfen, blocken und hupfen! Schnell weg. Oh fuck, Zombies! Scheiße, er trifft mich! Scheiße, Mann. Noch lang. Das war knapp. Kurz einmal dort chillen. Ihr clanreckigen Fotzen. Muss zum Banishing. Mal würde ich wieder jetzt sagen, den Hunter safen und abhauen, aber in denen ist es mir nicht wert. Deswegen, no risk, no fun, Leute, hier. Rein in die schmutzige Olga, würde Montana Black sagen, ne? So, jetzt könnte es noch einmal richtig strategisch für uns werden. Oder wir verhauen kläglich hier. Ziemliche Lags, Gott, leider. Unten ist es. Da unten ist die Spider-Murphy-Gang. Und da unten sind jetzt fix Spieler. Einer wird da aufheimen. Aber scheiß drauf, wir riskieren jetzt. Hier ein links. Ich sehe ihn.
Shotgun wäre jetzt geil. Scheiße, Mann! Warum hat er das gewusst? Fuck you. Schade. Ja, aber war im Großen und Ganzen ein ganz angenehmer Run, den kann man so stehen lassen. War gut, war gut. Scheiße. Im liebsten Sinne. Das war das erste Video Hand. Das nächste wird wahrscheinlich schon mit dem Scheidenpilz geschehen, also mein Teampartner, und dann wird richtig auf die Kacke gehauen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Hoffentlich gefällt es euch. Lasst einen Daumen da oder ein Abo und viele, viele Kommentare zu meinerseits der Präsentation von mir aus. Rein in die Schmutzig, naja, nix. Auf Wiederschauen. Servus, Leute. Haut rein.